Wenn es gut läuft und nicht Snowden und die Pessimisten recht behalten, dann gibt uns das Internet die Chance auf eine Stärkung der Demokratie, und zwar Stärkung in Richtung einer stärkeren Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen und politischen Prozessen. Was wir vermutlich nicht sehen werden, ist die alte repräsentative Demokratie mit ihren Problemen in der Zukunft, sondern das Internet wird nicht nur politisches Handeln transparenter machen, sondern auch Formen von direkter Demokratie stärken.